So, wir haben euch ja gesagt, heute ist zwar schon Tag 5, aber das hier war unsere Hütte für die Nacht von Tag 4 auf Tag 5. Der Dietmar schreibt mal auf und wir nehmen euch mal mit rein in dieses gemütliche, hier stehen die Bikes, auch schon ordentlich dreckig natürlich, wie sich das gehört. So. Sag hallo Didi. Hallo Didi. Sehr gut. Ist das nicht herrlich? Und Markus ist ein Schweinefreund. Markus steht auf Schweine. So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Willkommen zum Tag 5 der unglaublichen Reise. Oh, guckt ihr mal, wie herrlich illumifiziert hier die Tunnel sind. Wir fahren gerade durch einen extrem langen Tunnel, 24,5 Kilometer. Der Didi, der Schlaumeier, hat seine Regenkombi schon an, obwohl wir bei Nichtregen losgefahren sind. Ich dagegen verfolge die Strategie, erstmal die normalen Motorradklamotten im Fahrtwind noch ein wenig trocknen zu lassen. Aber es wird natürlich gleich wieder spannend, wie es am anderen Ende des Tunnels, 25 Kilometer weiter, aussieht. Wahrscheinlich gleich Platzregen und es ist wieder alles nass. Aber mal sehen, vielleicht habe ich auch einen. Heute übrigens haben wir vor, eine wilde Fahrt weiter durch Norwegen, vorbei an Gletschern, Naturschutzgebieten, Wasserfällen und ähnlichem, für euch einzufangen. Und dabei wünschen wir euch natürlich viel Spaß und hoffen, wie immer, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Viel Spaß! So, kurze Zwischeneinlage, die Bikes stehen. Warum stehen die Bikes? Es stehen nicht nur die Bikes, es steht auch ein Dietmar. Weil, oh, Friese, Achtung, shit. So, kleine Fährfahrt. Wir müssen einen Fjord überqueren. Und das geht natürlich am schnellsten mit der Fähre. Also sonst könnten wir auch schwimmen, aber das ist mit dem Motorrad dann so ein bisschen schwierig. Guckt euch das an, Leute. Freiheit am Abend. Jetzt nochmal. Boah, das sind nochmal echte Adventure-Biker hier. Nicht solche Luschen wie wir. Und das da drüben ist die zweite Fähre. Das ist ein bisschen wie ein Glöckstadt hier. Die fahren wohl offensichtlich immer hin und zurück. Gleiches Modell. Schönes Ding. So, und schon sind wir drüben mit der Fähre. Und wie es scheint, muss man da nicht mal was bezahlen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte niemand was von uns. Und wir haben uns jetzt natürlich auch nicht aufgedrängt, ne? Der Norweger nebenan isst sein Lachsbrötchen ganz genüsslich im Auto. Lecker, lecker. Guten Appetit. Und dann kann es auch mal losgehen jetzt hier.
Mann, heller. Na klar, und es geht in den nächsten Tunnel. Man muss wirklich sagen, der heutige Tag ist überwiegend unter Tage. Und rein. Yippie-yay. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer Folge unserer legendären Dokumentation Europa von unten. Wir befinden uns heute in einem unserer zahlreichen heutigen Tunnelfahrten unterhalb von Norwegen. Und es ist dunkel, kalt und laut. So, da vorne, glaube ich, kann man ihn schon sehen, den Gletscher dort oben. Und da wollen wir irgendwie... Naja, was heißt hin, so nah wie es geht, mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon mal beeindruckend aus von unten. Man kann es aber immer nur kurz sehen, weil ein Tunnel jagt hier den nächsten. Also, wir tauchen wieder ab in die Welt von Europe bei Bike unter Tage. Ah, der ist ja nur klein, das geht toll, da lass ich an. Guck, jetzt kann man das schön sehen. Schaut euch das an, ist das nicht herrlich? Ein Gletscher. Kommt man doch ganz gut ran. Und ich würde sagen, da müssen wir fast mal gleich mal, hier 500 Meter, anhalten. Ein Foto des Tages schießen. Sieht schon geil aus. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie dicht man hier so ran kann. Ja, das ist ja wirklich mal ein Blick wert. Herrlich. Wir sind am Gletscher, das ist Markus und das ist der Gletscher. Ein bisschen weit weg leider, ich gehe mal ran. Sieht wahrscheinlich jetzt auf dem Video nur halb so beeindruckend aus wie in Wirklichkeit. So, und die nächste kleine Anekdote von den Abenteuerreisen des Dietmar, der seinen Schlüssel nicht mehr findet, weil der Schlüssel nämlich hier liegt. Da wird er sich freuen. So, er ist gespannt. Guck mal, was ich hier für dich habe. Sieg! Dankeschön, danke. So. Willkommen zurück. Jetzt mache ich noch mal kurz die Kamera an, bevor wir gleich schon wieder anhalten müssen, um die Regenkombi anzuziehen. Ich fürchte, es gibt wieder Regen. Aber hier ist es echt super schön zu fahren. Man darf leider nur 70 fahren, was wir natürlich auch machen. Aber es ist echt schön hier. Oh, der nächste Tunnel, wer hätte das gedacht? Oh Leute, guckt einfach mal. Ich hoffe, das kommt so rüber, wie ich das jetzt hier empfinde. Oh, es ist so unglaublich schön. Einfach herrlich. Thank you.
oder? Das war wirklich mal eine schicke Angelegenheit. Und natürlich regnet es wieder, aber nur ein bisschen. Und hier ist es sehr, 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 sehr schön. Aber auch ein bisschen kalt. Geht aber voll. Mittag in Olden. Es gibt Pizza. So Abwechslung mal. Ein bisschen stockender Verkehr hier, weil nämlich da vorne die Ziegen gechillt auf der Straße flacken. Ey. Herrlich. Ja, ist ihr Revier, ne? Kann man nicht anders sagen. Völlig zu Recht. Die haben es auch gut hier, ne? Ah, jetzt geht's. Jetzt komm ich, da gehst du, ne? So, da sehen wir jetzt den Dietmar beim Tanken. Oder so. Kurz einen Zwischenstopp gemacht, weil der Didi ja mit seiner Drohne hier ein bisschen rumfliegen wollte. Wir haben sie auch wieder eingefangen gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Wir haben bestimmt tolle Aufnahmen. Und ich habe hier meinen Sena jetzt an Strom angeschlossen, weil der Akku alle war. Und ich euch das hier aber nicht vorenthalten wollte, weil das ist echt geil hier. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es ist noch trocken oder wieder trocken. Sehr schön. Kurven, es gibt hier Kurven, fast so schön wie in Norddeutschland. Kurven gibt es hier, sage ich euch. Mann, 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 Mann.
Boxspringbett gefüllt. Ja, die Highlights des Tages. Ja. Heute fange ich an. Ja. Also meine Highlights des Tages, kurz zusammengefasst, das Wetter war überraschend gut. Bombe. Nicht immer trocken, aber überraschend gut. Mhm. Mein Highlight des Tages waren die Kurven. Heute sind wir echt geile Strecken gefahren. Also mit Abstand der fahrmäßig schönste Tag bislang. Wie Pässe in den Alpen. Ja, richtig schön. Landschaftlich auch heute, finde ich, der schönste Tag. Ja. Viel gesehen. Gletscher, Felsen, Berge. Das war schon echt geil, muss man echt sagen. Also. Wir haben es ja auch gemerkt, wir haben so viele Fahraufnahmen heute gemacht. Ne? Ja. Weil alle 2 Sekunden war irgendwas Schönes. Genau. Und dann irgendwie immer Song, Gopro an und so. Und dann am Ende muss man echt sagen, man kann das nicht alles einfangen. Das geht nicht. Nee, und man kann es vor allen Dingen nicht alles zusammenschneiden. Also das müsst ihr entschuldigen, das ist auch einfach, wenn wir abends müssen, wir futtern wir das noch irgendwie zusammen. Ja. Heute war es echt extrem schwierig, weil wir beide mehrere Kameras und wir haben halt immer tschung, tschung, tschung. Und dann hast du abends irgendwie 793.000 Files. Wollen wir die Leute nicht mehr langweilen? Ist halt so, aber müssen wir ein bisschen entschuldigen, das ist teilweise von der Qualität her vielleicht ein bisschen 1b, aber wir versuchen das halt so gut es geht. Man macht halt das Beste, was man abends nach 4 Bier halt noch so hinkriegt. Genau, und irgendwann wollen wir auch mal ins Bett gehen, wir müssen ja irgendwie morgens um 8 immer schon aufstehen und so weiter. Meine Highlights heute waren ganz klar, naja, wieder mal die Landschaft, also die Wasserfälle, die Fjorde, hier gibt es ja nur Fjorde. Ein Fjord jagt den nächsten. Ne? Diese Tunnel finde ich auch echt, also ich meine, okay, nach dem 10. Tunnel. Also das fand ich heute ehrlich gesagt fast ein bisschen ermüdend, weil gefühlt fährt man die Hälfte der Strecke unter Tage. Ja. Und dieser eine Tunnel, ne? Meine Fresse. 25 Kilometer. Ja, genau. Aber es ist echt richtig schön hier. Also wenn ihr mal irgendwie nicht so richtig wisst, wohin und sagt, irgendwie nicht schon wieder Alpen, ich will mal eine Woche irgendwo hinfahren, finde ich Norwegen. Norwegen ist eine Reise wert mit dem Motorrad auf jeden Fall. Und was ich auch noch sagen möchte, in der Vorbereitung auf diese Reise, wir haben uns ja irre intensiv vorbereitet, wie ihr wisst, wahnsinnig. Ja. Und wir hatten beide so den Eindruck, okay, Norwegen ist richtig, richtig, richtig teuer. Mhm. Und man muss sagen, Norwegen ist teuer, ja, aber so schlimm ist es nicht. Genau. Ne? Und hier gibt es sogar Gletscher, haben wir heute auch gesehen. Und heute Nacht schlafen wir in einer ehemaligen Schule zu einem auch machbaren Tarif. Ja, genau, wir gucken so ein bisschen, dass es nicht zu teuer wird und dann passt das alles. Würde man sagen, das reicht, oder? Reicht schon. Finde ich schon. Wenn du schon, man liegt ja schon seit 7 Stunden im Bett. Ja, ich bin völlig... Max hat mich wieder geweckt, damit wir hier noch diesen blöden Tag. Ja, der hilft ja nicht. Muss ja fertig. Genau, muss ja fertig werden. In diesem Sinne. Genau. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss.